Herzlich willkommen bei The Inner World, die, wie wir ja inzwischen wissen, deshalb so heißt, weil wir in einer Welt leben, die ja eine Kugel nach innen gewölbt ist sozusagen. So, den Müllhändler, den haben wir genug erzürnt. Wir gehen jetzt mal zur Bargasse, würde ich sagen. Das war der Wachigel von Conroy. Diese Melodie, sie kommt mir irgendwie bekannt vor. Hallo. Hallo, junger Mann. Dich habe ich hier ja noch nie gesehen. Ich bin auch neu in der Stadt. Wer kommt denn bitte freiwillig hierher? Eigentlich suche ich nur jemanden. Tja, die Melodie kam mir bekannt vor, beziehungsweise ich suche Laura. Das können wir fragen. Was hat die denn da überhaupt? Die hat an einem Rad, wahrscheinlich sowas wie ein Baby oder so. Sieht auf jeden Fall so aus. Hast du ein Mädchen mit einer Taube hier langkommen sehen? Sie heißt Laura. Die von den Fahndungsplakaten? Ja, die ist eben an mir vorbeigelaufen. Ich muss sie finden. Wie gut es sich da trifft, dass ich weiß, wo sich die Kleine herumtreibt. Was? Wirklich? Oh toll, ihr müsst es mir sagen. Sie hat Conroy bestohlen. Der arme Conroy. Ich habe ja nichts, was man stehlen könnte, seit mein Mann mich verlassen hat. Das tut mir leid. Braucht es nicht. Er wurde versteinert. Oh. Ja, zumindest auf die Basilen ist Verlass. Die Basilen. Das ist ja auch so eine Mythengestalt, die eigentlich, also Basilisken heißen die eigentlich, die ja auch genau diese Versteinerung haben. Das finde ich ganz nett, dass sie immer so Sachen nehmen und die dann, tja, leicht verändern, so dass man sich trotzdem irgendwie zurechtfindet und gleichzeitig alles irgendwie fremdartig und neu erscheint. Hier hinten sehen wir auch so ein bisschen Inception-mäßig, wie die Stadt sich ein wenig wölbt. Obwohl das natürlich dann schon eine relativ kleine Welt zu sein scheint. Weil ich meine, von hier bis dort hinten, da läuft man, ich würde mal sagen, in 10 Minuten. Ne? Maximal. So, weiter sprechen wir mal über Laura. Das ist das Mädchen unserer Träume. Du weißt also, wo sie ist? Ich weiß so einiges, mein Kleiner. Aber jedes Wissen hat seinen Preis, wenn du verstehst, was ich meine. Aha. Du verstehst es nicht, oder? Ich fürchte, nein. Ich würde es dir ja gerne sagen. Aber die Sorge um mein Baby hat mich vergesslich gemacht. Wenn ihm wieder warm würde, könnte ich mich bestimmt besser erinnern. Tja, damit haben wir wohl eine schöne Quest. Lass uns mal noch kurz wegen dem Lied fragen und dann ja, können wir da auch nochmal wegen dem Baby fragen. Ich weiß nicht, ob da, na, wahrscheinlich kriegen wir da nochmal irgendwelche Informationen. Deinem Baby ist also kalt? Aber es guckt so glücklich. Ja, mit einem Lächeln kann es die Welt besser ertragen. Also die Kälte. Oder den Hunger. Oder die Hoffnungslosigkeit. Oh, das tut mir leid. Wie leid? Was? Naja, Mitleid bekomme ich überall geschenkt. Was ich wirklich brauche, ist etwas zum Anziehen für mein Kind. Oh, das kann ich verstehen, aber ich muss jetzt wirklich... Danke! Du bist ein Engel. Also ich dachte da an sowas wie ein Leibchen. Ein was? Ein Leibchen aus Erdbeergarn. Zum Anziehen für mein Baby. Aus Erdbeergarn. Da müssen wir erstmal die Erdbeeren finden. Ich frage jetzt nochmal nach dem Lied. Dieses Lied, es erinnert mich an etwas. Schön, nicht wahr? Meine liebe Mutter hat es mir auch immer vorgesungen. Ja, vielleicht sind wir ja Geschwister und wir hatten dieselbe Mutter. Wer weiß. Nochmal über das Leibchen hier. Wo finde ich denn irgendwelche Erdbeeren? Aber woher bekomme ich so ein Leibchen für dein Baby? Wenn ich das wüsste, würde ich mich selber darum kümmern, glaub mir. Aber ich muss nun einmal hier bleiben und die wenigen Habseligkeiten, die ich besitze, beschützen. Und das Baby. Wo soll ich nur anfangen zu suchen? Dir fällt da schon was ein.
Oh, und es sollte schon echtes Erdbeergarn sein. Aber das ist doch der teuerste Stoff von Asposien. Der Stoff der Windmönche, der Herrscherstoff. Das Baby besteht darauf. Oh, ja, natürlich. Ich schätze dann... Solltest du mal anfangen, danach zu suchen. Okay, also ein Leibchen aus Erdbeergarn. Tja, dann würde ich mal Na, sagen... Na, dann auf Wiedersehen. Okay, falls du mich suchst, weißt du ja, wo ich bin. Ich genau. werde sicher nicht nach Hause gehen. Außerdem sind wir hier in einem Point-and-Click-Adventure, da bleiben die Personen immer schön stehen. Außer es verändert sich irgendwas und dann ist es auch egal. So, oh, hier haben wir versteinerte Asposia. Was er wohl getan hat, um den Zorn der Basilien auf sich zu ziehen? Tja, das ist die große Frage. Es sieht irgendwie so aus, als wäre hier gerade das Dach weggefressen worden, in dem Moment, wo die versteinert worden sind. So sieht es auf jeden Fall aus, die Reaktion von den Figuren. Also entweder hat hier ein Basilienangriff stattgefunden oder irgendwer hat ein Haus ohne Dach gebaut. Und der schaut wieder glücklich in die Gegend hinein. Sehr gut. So, wir gucken mal. Wir können aber bestimmt noch mit dem kleinen Jungen hier reden. Ach, der kleine Junge spielt. Ich habe früher immer Flucht aus dem Palast gespielt. Conroy hat sogar mitgespielt. Ich habe nie gewonnen. Conroy hat mitgespielt? Das will ich aber nicht gesehen haben, wie der Flucht aus dem Palast spielt, mein lieber Robert. Hallo, Kleiner. Freund oder Feind? Freund? Wenn du ein Feind bist, würdest du das wahrscheinlich auch sagen. Ich bin Detze, Gentleman, Abenteurer und Erforscher des Unbekannten. Nenne dein Anliegen. Ich will den Topf haben. Ich will den Phosphos haben. Und ich will eine Karte haben. Ich frage ihn mal nach der Karte. Was hast du denn da für eine Karte? Das ist meine Schatzkarte. Sie führt mich zum Schatz der Basilien. Na, das klingt ja super. Wo ist denn dieser Schatz? Hier steht, dass er irgendwo im Wurzelwald versteckt ist. Oh, am gefährlichsten Ort in ganz Asposien? Bisher ist niemand lebend aus dem Wald zurückgekehrt. Ja, ich weiß. Ich war da mal mit einem Nachbarsjungen auf Schrofjagd. Ich hab ihn dann da angebunden. Der ist auch nie wieder aufgetaucht. Oh. Ja, aber meine Mama hat gesagt, dass er jetzt an einem besseren Ort ist. Der Schatz der Basilien, na gut. Ich mach einfach mal weiter. Ist das dein Phosphos? Ja, es heißt Foss. Ich hab ihn gerettet. Ach ja? Wie denn das? Er war gefangen auf dem höchsten Turm von Asposien. Ist der höchste Turm von Asposien nicht der Leuchtturm, der nicht mehr leuchtet? Ja, ich erinnere mich, wie Conroy mir erzählt hat, dass jemand das Phosphos aus dem Turm gestohlen hat. Nicht gestohlen, befreit! Oh. Das scheint ja so zu sein, als würde der wirklich irgendwas gemacht haben oder beziehungsweise ein echter Abenteurer sein und nicht nur ein kleiner Dahergelaufener mit einem Sprachfehler. Das ist ein schöner Topf, den du da hast. Hast du gerade Topf gesagt? Dieser Helm hat mir schon unzählige Male das Leben gerettet. Zum Beispiel, als ich die Wurzeltrolle abwehren musste. Aha, und wie hast du das gemacht? Feuer! Du meinst doch nicht den großen Brand vor 2 Jahren? Die Wurzeltrolle hätten sonst ganz Asposien vernichtet. Und die Überschwemmung hat doch das Feuer gelöscht. Warst du das etwa auch? Wenn du fragst, ob ich damit allen das Leben gerettet habe, so lautet die Antwort, ja! Also, der hat's auf jeden Fall faustdick hinter den nicht vorhandenen Ohren. Gott sei Dank hat seine Brille keine Bügel, sonst würde sie noch runterfallen. Was ist denn der Schatz der Basilien? Der Schatz der Basilien ist so unglaublich geheim, dass niemand weiß, wie er aussieht. Aber höchstwahrscheinlich ist er in einer Kiste. Und was genau haben die Basilien in diese Kiste reingetan? Ihre Augen! Igitt, was willst du denn damit? Keine Ahnung, ich werde mal versuchen, sie kaputt zu machen. Tja, damit wäre der Held des Schützenfelds. Na dann, Detze, viel Spaß noch bei deinem Spiel. Bitte, Spiel! Okay.
Also hör mal, das ist vielleicht der einzige Held in Asposien, der für das Gute kämpft. Welch cleverer Blick. Tja, wir gucken mal weiter. Eine Bar? Sollen wir etwa wirklich in die Bar gehen? Ich weiß gar nicht, wie alt Robert ist. Was meint ihr denn? Ich würde ihn ja jetzt auf... oder wurde das am Anfang mal gesagt und ich habe es wieder nicht mitbekommen? Könnte natürlich passiert sein. Ein Phosphos. Sie spenden Licht und Wärme, essen nichts und machen keinen Krach und keine Abgase. Praktisch. Aber sie brauchen Wind, um zu leuchten. Und wieso leuchten die jetzt, wenn hier kein Wind mehr ist? Ja, so ein bisschen Wind ist da noch. Aber nicht viel. Zum taumelnden Phosphos. Warum es wohl taumelt? Ja, das, lieber guter Robert, weiß ich noch nicht, ob du das... Heute Kieferbrecher für Aspiri. Das hier muss ein Zahnarzt sein. Nein, du musst echt nur ein bisschen rauskommen, lieber Robert. Wir gehen mal in die Bar und machen mal einen Mann aus dir. So sieht's aus. Ja, mit den versteinerten Einwohnern muss man ja auch irgendwie umzugehen wissen. Ne? Man muss sie wieder integrieren in das Sozialleben hier. Ein weiterer Sünder, der von den Basilen versteinert wurde. Was er wohl angestellt hat? So wie es aussieht, hat er angestellt, in Unterwäsche durch die Stadt zu laufen. So sieht's aus, auf jeden Fall. Was steht da? Inhalt absolut tödlich. Serviertipp mit Zitronenscheibe und Schirmchen als Cocktail ein Hit. Aber ein One-Hit-Wonder ist das wahrscheinlich, wenn es tödlich ist. Wulluff. Das ist der mit Abstand hässlichste Kanarienvogel, den ich jemals gesehen habe. Hund. Katze? Was spielen wir gerade? Ach, Schätzchen. Die gefällt mir, die Bardame, jetzt schon. Zwei Wörter und sie hat mein Herz erobert. Hund und Schätzchen. So, kann man das hier benutzen? Nein, ich trinke nichts mit einem Totenkopf auf dem Etikett. Nee. Den Fehler habe ich schon mehr als einmal gemacht. Was? Irgendwie ist das eine merkwürdige Welt hier. Der schlafende Gast, was macht der denn? Der kommt wohl öfter hierher. Eigentlich geht er nur nie. So, Zitronenscheibe und pinkes Schirmchen, das ist doch genau das, was hier auch drauf stand. Hallo? Er lächelt im Schlaf. Er scheint glücklich zu sein. Herzchen, der ist betrunken. Oh. Betrunken. Als ob Robert wissen würde, was das ist. Gib uns mal hier was zu trinken. Das muss die Bardame sein. Ich habe noch nie so eine Asposerin gesehen. Eigentlich habe ich im Kloster überhaupt noch nie eine Asposerin gesehen. Eine Asposerin. Hallo, leiten Sie dieses, Etablissement? Keine Ahnung, Schätzchen, aber mir gehört auf jeden Fall die Kneipe hier. Wie wär's denn mit einem Kieferbrecher? Einem was? Ein Likör. Spezialität des Hauses. Danke, aber lieber nicht. Was? Dann vielleicht einen Schädelknacker? Einen Lavaströmer? Klingt alles recht gewalttätig. Gewalttätig? Du meinst wohl leicht entflammbar, Schätzchen. Hier. Du siehst aus, als bräuchtest du ein paar Haare auf der Brust. Das Danke sehr. Ich trinke ihn später, falls ich vorhabe, mich umzubringen. Das würde sogar ich sagen, dass er ein paar Haare auf der Brust braucht oder im Gesicht. Und einen anderen Hut. So, was ist hier eigentlich mit dem Köter los? Oh, ein kleiner Wulluff. Ja, süß, nicht wahr? Ich habe ihn angeschafft, nachdem mein letzter Ehemann weg war. Er frisst und schläft den ganzen Tag. Man merkt keinen Unterschied. Euer Ehemann? Wo ist er denn hin? Er wollte abhauen, aber weit ist er nicht gekommen. Wie meint ihr das? Er steht da vorne. Du erkennst ihn an seiner langen Nase und dem Kleiderbügel. Oh, das tut mir leid. Ja, seit der Versteinerung ist er einfach nicht mehr derselbe. Tja, blöd, dass er bei der Versteinerung oder im Moment der Versteinerung noch seine Unterbuchsen anhatte. Ohne wäre er vielleicht noch hilfreicher. Aber man könnte ja was mit der Nase machen. Aber ich will jetzt da nicht weiter drauf eingehen. So, Windmönch, was ist mit dem eigentlich los? Das ist der Typ, der hier spielt. Der Mann da am Automaten ist ein echter Windmönch. Könnt ihr das glauben? Einer von den großen drei. Der da. Die alte Kneifzange kommt oft hierher.
Wenn du mich fragst, ist es eher eine große Null. Aber fühlt ihr euch nicht geehrt, dass ein echter Windmönch hier bei euch verkehrt? Puh, als wenn ich das gebrauchen könnte. Ein Mönch in meiner Bar. Ich wundere mich sowieso, dass die Basilen hier noch nicht vorbeigeschaut haben. Sollten sie? Haben sie etwa gesündigt? Weißt du, Schätzchen, früher lagen mir die Männer reihenweise zu Füßen. Ob du es glaubst oder nicht? Okay, dann glaub ich's nicht. Tja, dass die reihenweise ihr zu Füßen lagen, das muss an der gelungenen Kombination von Ärmelstoff und Nasenkoloratur liegen. Das spielt miteinander so wunderschön. An der Haube liegt es auf jeden Fall nicht. Haben Sie ein Mädchen mit einer Taube gesehen? Sie heißt Laura. Ach, Herzchen, ich sehe eine Menge Leute. Warum suchst du sie denn? Sie hat etwas, was mir gehört. Mein Herz. Das kann ich mir vorstellen. Tut mir leid, Schätzchen, ich kann dir da nicht helfen. Ach, dammit. Ich kann noch mal hier mit dem über den Windmönch reden. Sitzt der denn wirklich jeden Tag hier und spielt? Ach, als der alte Trottel seinen Windbrunnen verloren hat, ist er dem Glücksspiel anheimgefallen. Den bekommst du nicht wieder auf die Reihe. Da verwette ich meinen Straps drauf. Deinen was? Sehr schön, dass es hier als Option eingeblendet wird. Was ist ein Straps? Glaub mir, Schätzchen. Wenn du einen siehst, wird dich nicht interessieren, wie sie heißen. Warum nicht? Ach, vergiss es. Da kommst du schon noch selber drauf. Wo drauf denn? Vielleicht doch nicht. Alter, der Robert, der passt ja... Tschüss! Pass auf dich auf, Schätzchen. Der passt ja als Vorzeigebildchen in ein Knigge. Wenn ihr noch wisst, was ein Knigge ist. So ein Buch, wo also Benimmregeln drinstehen, die etwas veraltet sind, muss man sagen. Teilweise natürlich auch noch ganz okay. Da sind viele bunte Kugeln drin. Ich habe das Gefühl, dass sie mich anschauen. Augen? Vielleicht ist das der Schatz der Basilen? Ich weiß es nicht. Wir werden es in der nächsten Folge sehen, wenn wir uns weiter in die Untiefen dieser Bar begeben und mal sehen, was hier noch mit dem Spielautomaten los ist und vor allem mit diesem mysteriösen Windmönch. Bis dahin, Freunde. Tschüss.